Hey mein Lieben und herzlich willkommen hier wieder zurück zu PewDiePie's Tube Simulator. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich fange von null an. Nein, natürlich nicht. Das hat gerade gepasst mit ihrem Blick. Und zwar bin ich jetzt hier gerade im zweiten Raum. Ich habe ja schon im letzten Video so angesprochen gehabt. Ja, okay, ich werde mal diesen Raum so ein kleines bisschen umgestalten. Oder halt allgemein einen zweiten Raum zu erstellen. Das, was mir aufgefallen ist, beziehungsweise was ich cool finde, die gleiche Größe von meinem ersten Raum kann ich hier genauso vergrößern, beziehungsweise also genauso groß haben wie jetzt beim ersten Raum. Das finde ich total cool. Ich dachte jetzt als erstes, oh, okay, wenn ich jetzt natürlich hier mich räumlich halt vergrößern möchte, muss ich sozusagen, naja, mein Geld, was ich ja da oben habe, dafür auch nochmal ausgeben. Aber muss ich nicht. Bedeutet, alle Sachen, die ich im ersten Raum habe, alle Sachen, die ich mir gekauft habe und, kann ich hier wirklich genauso reinstecken oder reinpacken, weil es eigentlich in Anführungsstrichen schon irgendwie das Gleiche ist, aber irgendwie halt auch nicht. Ist halt ein unterschiedlicher Raum. Dennoch ist jetzt hier zum Beispiel alles soweit gleich jetzt von meinen ganzen Levels sozusagen, die ich ja, also halt von den Statistiken, die ich halt ja im ersten Raum halt ja auch habe. Und ja, ich dachte ja, mal gucken, was ich jetzt hier vielleicht so ein kleines bisschen überarbeiten kann, beziehungsweise was ich hier vielleicht ein bisschen ändern kann. Und das finde ich natürlich so an sich wirklich funny und lustig gemacht. Ich muss jetzt halt nur überlegen, okay, wie will ich diesen Raum gestalten? Ich will natürlich schon, dass er ein bisschen anders aussieht. Aber wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Vor allem, beziehungsweise wo ich mich halt hinsetzen möchte. Kann ich den Raum eigentlich... Nee, noch mehr vergrößern kann ich ihn, glaube ich, nicht. Wir werden diesmal uns hier nach links setzen. Das passt doch schon mal ganz gut. Ja, ich weiß, ich sollte mir vielleicht mal... Wie teuer ist eigentlich ein Tisch? Da will ich mich... Ich will mich mal einmal kurz... Das... Entweder behalte ich mein Geld. Nein, ich behalte erstmal noch mein Geld. Weil ich nochmal unbedingt nochmal eine Nummer größer halt machen möchte. Und ich drücke jetzt extra nicht auf den Sponsor Eagle. Aus dem einfachen Grund. Weil, wenn ich darauf drücke, wird das Bild halt kleiner. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das über BlueStacks halt sozusagen wieder anders machen kann. Deswegen schauen wir uns das mal hier einmal an, wie wir das jetzt hier machen werden oder was wir halt allgemein hier tun werden. Und zwar nehmen wir uns auf jeden Fall hier so hin. Ich wollte so eine kleine Schillerecke irgendwie machen. Man bräuchte, finde ich persönlich, noch so eine Ecke dafür, um jetzt wirklich jetzt so ein Dings zu machen. Ah, wie heißt denn das? So eine Couch-Ecke halt irgendwie fehlt so ein bisschen. Das werden wir nochmal ändern. Dreh dich mal. Einmal. Haben wir nicht noch vielleicht irgendwie eine Blume oder so, die wir da so in der Ecke hinstellen könnten? So wie das Ding hier. Ja, das ist doch schon mal cool. Aber ihr kennt dieses Gefühl, dass ihr denkt, ja okay, es sieht zwar geil aus und alles mögliche, aber mich zum Beispiel kotzt es an, wenn ich dann nicht so wirklich in diesen Raum halt reingucken kann. Beziehungsweise wenn irgendetwas irgendwie verdeckt wird und das gefällt mir wirklich gar nicht. Also werden wir das hier noch so ein kleines bisschen verändern. So. Dich nehmen wir auch nochmal mit. Dich drehen wir so dreimal. Ich will hier so eine Schillerecke irgendwie machen. Ist aber auch blöd, ne? Ich glaube, ich habe ja hiervon noch einen dritten irgendwo. Da ist der dritte. So, dann drehen wir auch nochmal. Oder wie mache ich das? Ja, jetzt bin ich... Das ist natürlich auch eigentlich ganz nice, oder? Wenn wir jetzt sagen, ja, okay, genau. Ein bisschen so auseinander, dass es vielleicht so direkt daran passt. Ist auch schon mal ganz cool. Denn hier... Ja, ich finde das schon mal ganz cool gemacht. Das sieht gerade irgendwie aus so wie ein Wartezimmer, habe ich irgendwie das Gefühl. Hey, ja, komm, wir bauen ein Wartezimmer. Ja, warum auch nicht? So, dich packe ich jetzt erstmal wieder weg. Plupp, falsch. Genau, zurück. Ja, sieht doch schon mal ein bisschen... ich würde das irgendwie... ich weiß noch nicht, wie ich das machen will. Mann, ich habe so viele Sachen, aber habe voll keinen Plan, was ich hier gerade sowieso tue. Das ist ja sowieso eigentlich immer ganz lustig bei mir. So, vielleicht... Ich würde das eigentlich schon gerne irgendwie versuchen, räumlich so ein kleines bisschen zu trennen. Wir haben ja solche Trenner zum Glück. Plupp. So. Schade, dass ich nicht einen zweiten davon habe. Das wäre eigentlich ganz lustig. Aber das ist jetzt, glaube ich, hier das geringste Problem.
Ist eigentlich ganz cool, weil sie, also ich kann rein theoretisch hier so durchgehen. Hier ist so ein bisschen grünlich. Habe ich hier vielleicht, ich weiß nicht, wie groß ist der Teppich? Aber der Teppich ist so klein, ne? Ne, der Teppich kommt da nicht hin. Nö. Nö. Aber einen größeren Teppich haben wir auch nicht. Das ist natürlich auch kacke, ne? Wie groß ist das hier? Ja, das kann ganz. Das kann ganz cool werden. Wir haben ja denn. Wo ist unser Frosch? Da ist unser Frosch. Den setzen wir mal hier so drauf. Ein Igel oder so wäre ganz cool, würde, also finde ich persönlich. Dann haben wir. Wir haben doch noch irgendwo hier so andere grüne Pflanzen. Da, aber ist eher so klein, aber das ist. Oh ne, das ist hier trotzdem ganz gut. So. Haben wir unseren Frosch. Da werden wir ihn dann noch gleich, weil wir sind dann voll so. Das passt eigentlich auch dahinter, ne? So richtig so tiermäßig. Also so wild gedünst. Eine Katze oder so würde hier jetzt natürlich nicht unbedingt hinpassen. Aber ein Dino. Kacke. Das ist jetzt natürlich das, was ich eigentlich versucht habe zu vermeiden, zum Raum zurückkehren. Oh, okay. Nee, es hat trotzdem funktioniert. Hä? Okay, wundert euch nicht. So, da haben wir unseren kleinen Dino. Und meine Stimme verliert sich langsam. Jetzt gucken wir. Ich habe hier doch irgendwo eine Kamera gehabt. Eigentlich. Da ist sie auch schon. So, die drehen wir natürlich. Weil wir das hier natürlich aufnehmen werden. Das ist so über Livestream. Wir machen hier 24 Stunden Livestream im Moment. Über den Dino und über den Frosch. Und dazu erzählen wir eine Geschichte. Also der Dino und der Frosch, die haben sich ganz doll lieb. Und wenn sich zwei Wesen auf der Welt so ganz doll lieb haben und so, kann das natürlich passieren, dass sie sich mehr als lieb haben. Und wenn das passiert, kriegen sie natürlich ein Baby. Ne? Also wenn sich zwei Menschen so lieb haben. Eigentlich, Moment, ich muss das mal ein bisschen. Ja, wundert euch nicht, dass das, also so ein großes Ei kommt halt heraus, wenn. Oh Gott. Wenn sich also ein Dino und ein Frosch ganz doll lieb haben, kommt halt nun mal so ein großes Ei heraus. Das ist jetzt auf jeden Fall erstmal so, naja, nicht das Ende der Geschichte, auf jeden Fall erstmal ein Anfang. Ne? So hier, das ist Dino, mache ich so, weil aus dem Dino kam halt das Ei. Und der Frosch ist halt so der Papa. Habe ich beschlossen. Der Frosch ist der Papa und der Dino ist halt die Mutter. Und das wird halt gefilmt. Wer weiß, was da vielleicht später alles noch rauskommen wird. So, auf jeden Fall sind wir jetzt soweit eigentlich fertig. Also hiermit, ne, mit unserer kleinen Love Story, sagen wir es mal so. Und dann schauen wir uns mal an, was wir noch machen können. Wir haben, ich habe eine Idee. Wir haben natürlich dann noch, das ist so ein, das hier ist der Ex von dem Dino. Ja, also das ist so ein Kerl. Der ist natürlich sehr, sehr betroffen. Deswegen trinkt er halt immer ganz viel Bier. So, das ist nämlich das Problem, weil er natürlich eifersüchtig ist auf den beiden. Er hat es halt nicht so gut. Achso, scheiße. Moment. Ja, und weil es ihm nicht gut geht, hat er sich halt eigentlich auch ein kleines Fräulein besorgt. Aber er liebt sie gar nicht. Aber sie liebt ihn abgöttisch. Und sie liebt ihn halt so sehr, dass sie halt der Meinung ist, okay, ich kaufe dir sozusagen hier eine PlayStation. Oder ich weiß nicht, was es ist, ein Nintendo. Weil sie natürlich weiß, dass er da noch was für sie empfindet. Aber geht halt nicht weiter. Und deswegen versucht sie so im Hinterher, also im Hinterhalt sozusagen, versucht sie auf jeden Fall so eine kleine, naja, so einen Liebestrank zu zaubern, sozusagen. Damit er sie halt abgöttisch liebt. Und das hier ist auf jeden Fall der Papa von dem Häschen, ne, von seiner Freundin. Das ist alles ganz verzickt. Und der Papa hat ganz viel Geld. So. Und der Papa mag nicht, dass sie mit ihm zusammen ist, weil er halt ganz viel Alkohol trinkt und nur an der Spielekonsole sitzt. Deswegen hat er hat Paul engagiert. Das hier ist Paul. Hallo Paul. Und Paul soll sozusagen sich darum kümmern, dass die beiden halt nicht mehr zusammenkommen. So, dass sie natürlich wieder hier zurückkommt zum Papa, was aber ja im Moment ja noch nicht passieren wird, weil sie ihn ja liebt und einen Zaubertrank macht und. Und deswegen hat Paul eine Idee. Paul will natürlich die Beziehung zwischen die beiden hier zerstören. Ja, hier, die ja ein Baby gerade halt im Moment kriegen. Und
Das ist natürlich ein großes Problem, klar, natürlich. Und naja, meine Lieben, ich könnte jetzt ja noch mehr erzählen, aber die Geschichte, also das, ich habe voll übelste Ideen. Oh Gott, das ist so eine Love Story in Anführungsstrichen. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, diese Love Story natürlich weiter zu erleben, was da alles noch passieren wird, dann ja, hinterlasst mir doch ein Like, würde mich mega drüber freuen. Und ja, unser zweiter Raum wird so eine Love Story werden und ja, mal abwarten, was passiert oder ob ihr überhaupt darauf Bock habt, auf so ein crazy Shit. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like, würde mich mega drüber freuen. Und dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschuhu!